Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von dem Love-Adventskalender. Das ist dieser hier. Und wenn du Bock drauf hast, zusammen mit mir zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Draußen ist Gewitter, deswegen ist Sammy hier auch mit mir im Raum. Der fühlt sich hier mit mir immer am sichersten. Deswegen seht ihr ihn vielleicht hier gleich herhuschen und ich werde das Video das ein oder andere Mal unterbrechen, um ihn ein bisschen zu trösten. Mein Freund hat eigentlich eben auf ihn aufgepasst, aber er wollte unbedingt hier zu mir, also ne? Wir haben ein bisschen Verständnis auch für die Hintergrundgeräusche. Auf jeden Fall, der Love Adventskalender wurde mir von Purish in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Und wisst ihr, was das Coolste ist? ich habe einen Gutscheincode und zwar CLAUDIXLOVE. Damit sparst du 20% auf alles von Love bei Purish, also auch auf den Adventskalender. Das heißt, anstatt von 99,95 kannst du ihn für 79,97 oder so bekommen. Alles dazu unten in der Infobox, schau da gerne einfach mal vorbei. Und ja, genau, formattechnisch genauso wie letztes Jahr tatsächlich von der Größe, von der Aufmachung in der Art. Letztes Jahr war der aber ein bisschen knalliger, ein bisschen bunter. Jetzt ist es eher schwarz mit diesen goldenen Sparkles drauf. Und wenn man den aufklappt, sieht er halt wirklich so aus wie im letzten Jahr. So sieht er nämlich aus. Und hier haben wir in den Seiten auch wieder was drin geschrieben. Also im Prinzip ist hier die Geschichte, dass du das Geheimnis zu deiner eigenen Glückseligkeit bist, mehr oder weniger. Also dass du, ja, so nach dem Motto, lächle und das kehrt zu dir zurück, gib Liebe und sie kehrt zu dir zurück, so nach dem Motto. Und wenn du dich selber liebst und dich selber glücklich schätzt, dann kannst du das auch so weitergeben an andere. Also das ist so ungefähr das Motto von dem Adventskalender. Ja, wir haben einen Boxen-Adventskalender, den ich aber mal eben kurz im Hintergrund drapieren werde. Ich hoffe, er bleibt stehen und fällt nicht runter, ne? Es ist immer so eine Sache mit der Schwerkraft hier. Ich starte jetzt einfach mal mit der Box Nummer 1. Natürlich gibt es auch in diesem Video eine Verlosung. Was es zu gewinnen gibt, weiß ich noch nicht, weil das verbirgt sich irgendwo hier in diesem Adventskalender. Was du für die Verlosungsteilnahme tun musst, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Wir haben hier tatsächlich auch immer so Botschaften auf den einzelnen Kläppchen, Türchen, Büchschen stehen. Die lese ich aber nicht vor, weil ich finde, das ist so eine kleine Geschichte, die kann man sich dann auch selber im Advent zu Gemüte führen, wenn man den Adventskalender hat, weil ich spoilere hier und zeige euch, was drin ist. Aber diese kleinen Botschaften, ich glaube, das ist so etwas, was ihr dann für euch selber erfahren dürft. Auf jeden Fall haben wir hier die Nummer 1. Und es geht schon sehr, sehr groß los. Das finde ich ja toll. Und zwar ist es von Love der Multi-Bronzer. Ich glaube, auch im letzten Jahr, wir hatten hier auch nur Full-Size-Produkte drin. Und Leute, es ist ausschließlich dekorative Kosmetik. Das ist mal ein Multi-Bronzer. Das sieht für mich gar nicht nach einem Bronzer aus, sondern eher nach einem Blush, oder? Sehr interessant. Aber so dieses Gräuliche und dann Pink und das muss ich natürlich swatchen, da führt kein Weg dran vorbei. Letztes Jahr habe ich mich auch mit dem Adventskalender komplett geschminkt, da bin ich ungeschminkt gestartet und am Ende war ich dann geschminkt. Hä? Ja, das kannst du als Blush und als Bronzer in einem verwenden, ne? Sehr intensiv pigmentiert, wird auf jeden Fall ausgetestet. Jo. Die Nummer 2 ist ziemlich klein, aber ich vermute, dass sich in diesen kleinen länglichen Boxen so Lippenprodukte verbergen werden. Nö. Hier haben wir The Galaxy Eyeshadow and Liner Glitter in Foil Effect Long Lasting. 6 Gramm sind hier enthalten. Und das ist die Farbe 550 Platinum Radiance. Ich hatte den auch, glaube ich, sogar schon mal da. Ich meine sogar, dass der im letzten Adventskalender auch mit drin war. Und das, meine Lieben, war ein Reim. So sieht dieses Pöttchen aus. Das ist halt schön Milchglas hier unten und dann so ein rosé-goldener Deckel. Das mag ich ja gerne leiden. Das Problem bei der Geschichte ist aber, ja, den hatte ich auch schon mal, dass sowas mir tatsächlich in die Lidfalte reinrutscht. Ne? Also sowas kann ich persönlich einfach nicht verwenden. Das heißt, das ist ein Produkt, was entweder jetzt in diesem Video in die Verlosung wandern wird oder demnächst mal. Das werden wir am Ende mal entscheiden. Die Nummer 3. Ich glaube, die ist ein bisschen größer als das, was da drin ist, wa? Ja. Oh, Leute. Finde ich ein bisschen ulkig, ne? So sieht das aus. Ich meine, perfekt für diejenigen wie mich zum Beispiel, die den Adventskalender nehmen werden und neu befüllen werden. Du denkst dir, wow, die 3, die ist riesig. Und dann hast du da einen Lippenstift drin. Okay, das ist von den Lippe Fair einer Color and Care Lipstick. Und das ist die Farbe Nummer 522, Mora's Blushed Mauve.
meine mich dran zu erinnern, dass diese Farbe auch schon letztes Jahr drin war, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß jetzt leider nicht, wie das Finish hiervon ist, ob die Lippe fair, wobei da habe ich auch den Christina's Red von aus dem letzten Jahr. Der ist tatsächlich gut. Komm, wir gucken uns den mal an, auch wenn ich Mauve-Töne tatsächlich zuhauf da habe. Fun Fact, heute hat mich eine Zuschauerin angeschrieben, ob ich den perfekten rosenholzfarbenen, mauvefarbenen Lippenstift empfehlen könnte. Das war echt witzig. Ich habe ihr da ein paar Links geschickt und ja, dieser hier, der wird tatsächlich von der Farbe her genau auch in ihr Beuteschema reinpassen. So schaut der aus. Eine richtig schöne Farbe. Also mag ich gerne. Ja, die riechen nach nicht viel, ne? Sehr, sehr tragbar, sehr, sehr cremig. Ja, komm, und der ist auch nicht matt, ne? Nee, der ist eher shiny und das mag ich. Das gefällt mir, das ist eine tolle Farbe. Und das ist halt auch von der Verpackung her sehr, sehr hochwertig, weil es so magnetisch schließt, ne? Zack. Dadurch, dass wir keine Zwischenebenen haben, rutscht das immer runter, was ein bisschen blöd ist. Ja, genau. Und hier haben wir jetzt die Nummer 4. Okay, wir haben ja auch wieder ein Lippenprodukt drin. Wir haben hier wirklich sehr, sehr ähnliche Produkte zum letzten Jahr auch mit drin, oder? Da hatten wir auch recht viele Lippenprodukte dabei. Das hier ist ein Non-Transfer Liquid Lipstick in der Farbe 780 No Forsay King. Forsay King, das ist dieser hier. Und ich mag ja nicht so gerne Liquid Lipsticks, deswegen wird der auch weiter wandern, wird nicht bei mir bleiben. Aber es ist generell eine schöne Farbe, ne? Das sieht auch, würde zum Adventskalender-Unboxing auch recht nice aussehen. Aber ja, wie gesagt, mag ich nicht so gerne, weil das immer so dieses mega trockene Gefühl ist nicht meine Welt. Hier haben wir die Nummer 5. Super leicht. Oh geil, Precise Concealer Brush. Wir haben hier Pinsel mit drin. Oh, sowas ist wieder meine Welt, ne? Ich liebe Pinsel. Oh ja, oh ja. Der war jetzt ein bisschen blöd in seiner Verpackung drin, aber der ist toll. Das ist für mich nicht wirklich ein Concealer-Pinsel, das ist eher ein Smudger, oder? Aber den mag ich gerne, gerne, gerne anwenden. Und ich glaube, das ist einer von den neuen. Die haben doch auch so neue Pinsel rausgebracht. Das finde ich klasse, das gefällt mir. Ja, dieser Überzieher war da ein bisschen blöd drüber, ne? Ja, aber beim ersten Waschen wird sich dieses abstehende Gedöns schon wieder legen. Und hier haben wir schon die Nummer 6, Nikolaus. Bin ich sehr gespannt. Das ist schön schwer. Und da wir jetzt einen Lidschattenpinsel hatten, hatte ich jetzt eigentlich vermutet, dass wir hier eine Lidschattenpalette drin haben. So nicht. Und zwar ist hier The Glorious Deep Metallic Highlighting Palette. Das ist diese hier in der Farbe 010 Pink Seduction. Die hatte ich tatsächlich schon in einem anderen Adventskalender drin. Und ich habe mir hier so ein paar Love-Produkte hingelegt. Einfach, falls ich sie schon da habe, dass ich sie dann auch swatchen kann. Und ja, ich habe sie wie gesagt schon da. Das heißt, die wird weiter wandern. Das ist so eine geile Palette. Die besteht aus drei verschiedenen Tönen. Metal Glam, Rosy Radiance und Prismatic. Das ist dieses Produkt und die werde ich jetzt einmal mit euch zusammen swatchen, weil das fand ich einfach sinnvoll, ne? Also ja, ich denke, zwei von den Tönen werden bei mir auch in täglicher Anwendung möglich sein und das hier ist eher so ein Blush-Topper für mich. Die kann ich hier einfach mal in der Hand swatchen. Das ist halt Champagner, etwas Rosy-Schimmer und halt so ein richtiger Blush-Topper in Peach, aber wirklich, wirklich schön, ne? Das ist sehr metallisch, sehr. Du hast ja nicht so diese Glitzerpartikel oder sowas drin. Es ist halt wirklich wie flüssiges Metall dann auf der Hand. Also auf der Hand, das wird dann ja im Gesicht sein. Aber ne, das finde ich cool. Genau, aber da ich sie schon da habe, wird sie dann demnächst mal verlost werden. Oder vielleicht sogar schon in diesem Video. Hier ist die Nummer 7. Okay, hier haben wir etwas drin. Okay, das ist in dem Sinne weitestgehend dekorative Kosmetik, weil es ein Produkt ist für die Vorbereitung von dekorativer Kosmetik. Nämlich, bevor man sich einen Liquid Lipstick aufträgt, bietet es sich definitiv an, vorher einen Lippenscrub zu machen. Und hier haben wir Perfectitude Black Lip Scrub mit Aktivkohle. Das ist dieses Produkt. Ich habe schon sehr, sehr viele Lippenpeelings tatsächlich hier. Das ist die Farbe 300 Unconventional. Hä? Aber wenn es doch ein Lippenpeeling ist, ist die Farbe doch relativ Wurst, oder? Oh, das sieht aber schön aus. Meine Herren, was eine tolle Verpackung, oder? Sieht sehr, sehr hübsch aus. Also mit diesem Mabel-Style, mit diesem Übergang. Ah, okay. Und das ist halt so ein Hochdrehgedöns. Und damit kannst du... Sowas habe ich von einer anderen Marke tatsächlich. Manakadam müsste das sein. Das macht man sich wie einen Lippenstift drüber. Und dann kannst du die Lippen so übereinander rubbeln. Und das ist wirklich toll, ne? Also sehr, sehr praktisch, weil du halt dir nicht die Hände im wahrsten Sinne des Wortes schmutzig machen musst. Finde ich auch cool, ne? Bisschen was anderes in diesem Adventskalender.
Die Nummer 8 ist ganz schön schwer und da ist garantiert kein Lippenprodukt drin. Cool fände ich es ja, wenn die zum Beispiel ihr neues Fixing Spray auch mit in den Adventskalender geben würden. Nee, hier ist noch was Cooleres drin. Und zwar das Luxury Oil. Das muss ich einmal schütteln, weil da sind so Goldpigmente drin. Caring Oil for Face, Body and Hair. Also das ist ein Pflegeöl für den Körper, für die Haare und fürs Gesicht. Und man kann es, wenn man halt wirklich super trockene Haut hat, sogar als Primer auftragen. Hier ist eine Pipette drin, das hier ist so ein Glasfläschchen, so ähnlich wie von Catrice, die HD Liquid Foundation. Von der Verpackung her kommt ja auch beides von Cosnova. 30 ml sind hier enthalten. Also wie gesagt, du hast hier auch wirklich Full Sizes drin. Also das, in diesem Adventskalender wirst du wahrscheinlich keine Proben haben. Ich weiß es noch nicht, aber ich vermute mal, dass wir hier nur halt, ja, volle Produkte haben. Originalgrößen, genau. Ja, und ja, das kannst du sogar in dein flüssiges Make-up mischen. Ich hatte das auch schon mal da, hat bei mir aber leider nicht so gut funktioniert. Genau. Die Nummer 9, die letzte einstellige Zahl. Oh, Love Rose Sculpting Volume Mascara. Schön, die habe ich auch da, aber die ist halt auch noch zu. With Luxurious Rose Flower Extract. Also das ist mit luxuriösem Rosenblumenextrakt. Oder habe ich die schon auf? Warte mal. Nee, die habe ich mal verwendet, aber die habe ich aussortiert, weil die mir zu sehr gestunken hat. Und jetzt kann ich tatsächlich mal dran riechen, ob die von Anfang an so gerochen hat. Detektiv Claudi ist am Start. Die ist wunderschön von der Verpackung her, super schwer. Und sie gefällt mir halt auch sehr. Und auch das hat sich mal wieder gereimt. Von der Optik her. Ne? Also von dem, wie ich das nachher aufgetragen hatte, hat sie mir nicht gefallen, weil die einfach zu wenig für das war, was sie von der Verpackung her versprochen hatte. Jetzt rieche ich mal dran. Ne, die riecht von Anfang an so. Ich habe die jetzt frisch aufgemacht. Okay, das ist halt das... ja. Interessant. Also vom Duft her nicht unbedingt meine Welt. So sieht das Bürstchen aus. Es ist so ein Kunsthaarbürstchen. Ja, also dann heißt das wirklich, dass es nicht daran lag, dass ich die eine Weile im Schrank hatte, sondern sie ist von Anfang an so. Da ich die jetzt hier in diesem Video aufgemacht habe, wird die auf jeden Fall in die Verlosung reinkommen. Wie gesagt, der Duft ist wirklich gewöhnungsbedürftig. Soll wahrscheinlich dieser Rosenduft sein. Ich liebe Rose, aber ich mag den Duft überhaupt nicht. Ich lege sie halt mit in die Verlosung, weil ansonsten würde ich sie jetzt in die Aussortiertkiste packen, ne? Nee, das kommt dann einfach direkt mal in die Verlosung mit rein. Vielleicht liebt ihr ja auch diese Mascara. Ich weiß es nicht. Ich mag sie leider nicht. Herzlich willkommen im zweistelligen Bereich. Hier habe ich die Nummer 10. The Shadow Liner 2-in-1 Liquid Liner and Eyeshadow. Mhm. Normalerweise nicht unbedingt meine Welt und das ist irgendwas mit Mauve. Nummer 120 Mauve Sparkle. Sieht aber schön aus. Das sieht wirklich schön aus. Das kannst du als flüssigen Lidschatten und als Eyeliner verwenden. Das heißt dann aber, dass es dann ja auch super sitzen muss, ne? Ich probiere den jetzt mal aus. Okay, ja. Relativ dickes Pinselchen tatsächlich. Aber wenn es super fein wäre, wäre das ja auch relativ uncool, das als Lidschatten aufzutragen. Okay, ich male mal zwei so Linien, dann sieht man auch ungefähr, wie die so malen können und die Intensität von der Farbe her. Sieht interessant aus. Ich kann mir gut vorstellen, dass man sowas nimmt, um es hier so innen aufzutragen, wenn man einen etwas dunkleren Lidschatten-Look hat, ne? Um das Ganze aufzupeppen und hier so Sparkles drauf zu machen. Ich habe übrigens heute die 1991 von Alicia Marie, von der lieben Ellie drauf, von BH Cosmetics, falls es euch interessiert, ich weiß es nicht. Ja, genau. Finde ich aber eigentlich schön. Der blutet ein bisschen aus. Jetzt muss ich mal gucken, wie das auf dem Auge so wirkt. Aber vielleicht wirklich als Lidschattenersatz? Ich weiß nicht. Wenn der halt jetzt wirklich gut antrocknet, ne? Kann das was werden mit uns Verhübschen. Die Nummer 11 ist die erste Schnapszahl. Übrigens, letztes Jahr war der Adventskalender so super schnell ausverkauft. Ich glaube, da hatten die eine etwas geringere Stückzahl auf den Markt geworfen. Also Stand heute, 22.10. Dieser Adventskalender ist schon seit Wochen auf dem Markt, ne? Also gönnt euch hart. Okay, hier haben wir wieder Ja, ich komme klar in meiner Welt. Non-Transfer Liquid Lipstick. Und das ist eine ganz aufregende Farbe. Die nennt sich 791 Permanent Faith. Permanenter Glauben. Ja, da sollte man auch den permanenten Glauben haben, dass diese Farbe halbwegs gut aussieht. Denn das ist schon richtig krass. Das ist so ein ultra dunkles Violett. Also für mich nicht ganz so passend, ne? Nee.
kommen wir zur Halbzeit, der Nummer 12. Halbzeit muss knallen, finde ich. Also, sollte was Außergewöhnliches sein. Und das ist was Außergewöhnliches. Doch. Das ist von Love Perfectitude der Anti-Redness Primer. Redness Control and Blur Long Lasting. Hier sind 20 ml enthalten. Da weiß ich jetzt tatsächlich nicht, ob das eine Originalgröße ist oder eine Adventskalender-Probegröße. Denn normalerweise hast du ja so 30 ml oder 50 ml in Primern drin. Könnte aber sein, dass es tatsächlich auch so muss. Rötung habe ich nicht so ultramäßig mit zu kämpfen. Das heißt, den werde ich nicht behalten. Ich habe ja tatsächlich den Aura Glow Primer, den ich richtig geil finde. Aber mit Rötung, wie gesagt, habe ich nicht so zu tun. Deswegen brauche ich den jetzt so nicht. Aber es ist cool, dass in der 12. Primer drin ist. Denn endlich haben wir jetzt wieder so ein paar Base-Produkte. Face-Produkte, meine ich. Wobei, das ist auch eine Base-Produkt-Gedöns. Ja. Kommen wir nun zu der Nummer 13. Für manche eine Schnapszahl, eine Glückszahl, für manche eine Pechzahl. Mal gucken, was sie für uns bereithält. Lip Volumizer Plumping Serum Gloss. Oh ja, das finde ich schön. Ich weiß, viele von euch mögen das nicht so unbedingt gerne, wenn man auf den Lippen irgendwie so ein minziges Gedöns drauf hat oder irgendwas Chili-mäßiges, ne? Ich liebe das. Ich finde das so, so angenehm. Finde ich total toll. Hier ist auch wieder eine Full-Size, denke ich mal, mit 5 ml. Ein volumengebendes Lippenserum steht hier drauf. Ich weiß jetzt nicht, womit das dann sein soll. Nummer 201, Plump Rages. Irgendwie so. Oh. Oh, das ist wirklich mit so einem... Oh. Guck mal. Das ist wirklich wie so ein Serum, ne? Aber ist das hier oben Deko oder... Ja, ich glaube, das ist Deko, ne? Damit es aussieht wie ein Serum. Oh, schön. Haben wir hier so ein Applikatorfüßchen. Es riecht nach Zahnpasta. Wow, wow. AF, Leute. Aber es riecht gut. Ich mag so. Oh mein Gott. Wird jetzt meine Hand ums Fünffache anschwellen? Nee. Aber das ist halt so ein schöner Nude-Ton, den du halt auch einfach mal so zwischendurch auftragen kannst und gar nicht so mega aufpassen musst, dass du jetzt nicht über die Linie malst oder so, ne? Ganz, ganz toll. Und wenn das dann noch die Lippen auch wirklich so optisch oder gefühlt ein bisschen vergrößert, finde ich klasse. Ich bin sowieso mega der Fan von Lipgloss. Deswegen feiere ich total und das finde ich toll. Also ich hatte erst die Befürchtung gehabt, dass wir in diesem Adventskalender super viele Wiederholungen haben werden zum letzten Jahr. Da muss ich jetzt sagen, nee. Da muss ich intervenieren zu mir selbst und sagen, nein, das ist schon unterschiedlich, ne? Und da ziehe ich imaginär meinen Hut auch voll Love, weil die in letzter Zeit auch nicht die allermeisten neuen Produkte rausbringen könnten, weil die ja gar nicht mehr so präsent sind wie andere Marken zum Beispiel. Ne? Da hat Essence oder Catrice, die haben da einfach viel, viel mehr Möglichkeiten, was Cooles, Neues in den Adventskalender reinzumachen oder Produkte, die man jetzt vielleicht noch nicht unbedingt zu Hause hat. Also Love musste da sehr, sehr viel Kreativität reinstecken und ich finde, dass sie es bislang gut gemeistert haben. Hier haben wir jetzt die Nummer 14 und auch die fühlt sich nicht unbedingt an wie ein Lippenprodukt. Ist es aber. Und zwar die Nummer 940 Lippe Fair Matt Velvet Sorrow. Okay, ja, die wird halt matt sein, da ist die Verpackung auch. Also wir haben hier eine Folie drüber, aber hier oben sieht man das, ne? Das ist ein mattes Produkt, das heißt für mich ist es nichts. Das ist dann wahrscheinlich so das Pendant zu dem, was ich eben drauf gemacht habe, dieser Mauve-Ton, ne? Das ist so ähnlich von der Farbe her. Aber hier haben wir die Shiny-Variante und das hier wird dann die matte Variante sein. Ich mag nicht so gern matt. Wisst ihr, haben wir eben herausgefunden. Ja. Schreibt mir jetzt mal gerne in die Kommentare, was ihr schöner findet. Wenn der Adventskalender da vorne steht, wenn er hinter mir steht oder wenn ich den so in der Hand halte und dann mit euch nah vor der Kamera die Kläppchen aufmache. Ne? Das würde mich nämlich interessieren, weil so kann ich dann auch so ein bisschen das dann in Zukunft handhaben. Weil Leute, hier stehen noch einige Adventskalender, keine Sorge. So, wir sind jetzt bei der Nummer 15 und hier scheint die Box zu klein zu sein für das Produkt. Also vermute ich hier wieder etwas Schönes, Großes drin, aber es ist so leicht. Oh, ihr seid so cool. Perfectitude Shine Control Loose Powder, 3,5 Gramm. Und das ist ein Produkt, was ich aktuell und zwar gerade jetzt unter meinen Augen trage. Das verwende ich aktuell. Mega schönes Puder, wirklich, wirklich super weich. Hier haben wir es nochmal drin, also so sieht das Ganze dann in voll aus. Zeige ich euch mal meins. Das ist echt schön. Hat das überhaupt Farben? Weil das ist die Farbe 010 Fresh Matt. Und ich habe hier auch 010 Fresh Matt. Genau, also das ist meins. Da ist wirklich nicht mehr so ultra viel drin. Deswegen verwende ich das auch nur noch für unter meinen Augen. Du hast hier oben,
halt so ein Puffelding drin. Damit könnte man das theoretisch aufnehmen. Mache ich nicht. Ich gehe da immer mit einem Blendepinsel rein. Hier oben könnte man das Produkt sammeln, sofern es denn noch hoch genug ist, um hochzukommen. Voll genug ist, um hochzukommen. Ich schraube das halt immer auf, ne? Und gehe dann unten mit dem Blendepinsel rein, weil da halt nicht mehr allzu viel drin ist, Leute. Ne? Also man sieht es jetzt auch unter meinen Augen. Es ist schön gesettet. Es macht auch einen schönen weich gezeichneten Effekt. Ich mag das super gerne. Ich habe jetzt heute aber auch ein bisschen viel genommen. Deswegen sehe ich hier sehr, sehr matt aus unter den Augen. Und auch sehr, sehr aufgehellt. Muss man halt ein bisschen aufpassen. Aber ich bin gerade mit dem Finger reingedippt. Das ist super, super fein. Sehr samtig, sehr angenehm und sehr fein. Ne? Also ein ganz tolles Puder. Finde ich richtig schön, dass das im Adventskalender mit drin ist, weil das halt echt ein gutes Produkt ist, was ich jetzt einfach mal kurz reviewen konnte. Ja, geil. Sammy guckt mich übrigens die ganze Zeit kritisch an, aber er liegt da ruhig. Das heißt, draußen grummelt es ab und an nochmal, aber er ist ja safe mit mir in seinem Safe Room. Das ist total verrückt, aber wenn ich ihm somit helfen kann, indem ich ihn jetzt dadurch, dass ich mit der Kamera rede, beruhige, ist es okay, ne? Gut, hier haben wir jetzt die Nummer 16. Vielleicht haben wir hier wieder ein Lippenprodukt drin. Ja, hier ist wieder ein Lippending drin. Und zwar Nadine Sparing, die Nummer 580. Das ist ein shiny Lippenstift wieder, aber ein Rotton. Und ich habe ja gesagt, diese klassischen Rottöne behalte ich nicht aus den Adventskalendern. Ich habe ja auch schon Christinas Red aus dieser Reihe. Mit der Nummer 17 sind wir jetzt eine Woche vor Heiligabend. Und ja, da fängt es alles an, ne? Tannenbaum schmücken, Tannenbaum kaufen. Spätestens dann sollte man weihnachtlich dekorieren. Jedenfalls machen wir das so. Ich muss übrigens gestehen, und das mache ich in äußerster Schande, hier habe ich jetzt ja herbstlich dekoriert. Gehe ich aber aus dieser Tür raus, ist alles noch Osterdeko. Wir haben hier überall noch Osterhasen stehen. Ist das furchtbar? Nee, ich finde es witzig. So, hier haben wir nochmal einen von The Galaxy Eyeshadow and Liner. Aber das hier ist die Farbe 520 Champagne Sparks. Genau, ich habe euch ja eben schon gezeigt, wie dieses Pöttchen aussieht, ne? Und das ist jetzt einfach eine Nuance heller oder ein paar Nuancen heller. Ich muss gestehen, dass ich jetzt gerade so ein bisschen traurig bin, dass wir hier nur Mono-Lidschatten drin haben. Love hat so, so schöne Lidschattenpaletten, die die auch in einem bezahlbaren Rahmen haben und anbieten. Da hätten die vielleicht auch eine reinpacken können. Das hätte ich cool gefunden. Ich weiß zwar nicht, was in der 24 drin ist, aber das wäre so ein bisschen jetzt so mein Wunschgedanke auch gewesen, ne? Weil wir haben ja wirklich so ziemlich ein Full-Face mit drin. Aber irgendwie fehlen mir die, also Mono-Lidschatten hin oder her, mir fehlt die Lidschattenpalette. Weil das kann Love so gut. Die haben so tolle Lidschattenpaletten. Da habe ich auch ein paar von. Vielleicht waren die einfach zu groß. Ich weiß es nicht. Hier habe ich jetzt die Nummer 18. Mal gucken. Und hier haben wir wieder ein Lippenprodukt. Das ist wieder Matte Devotion Non-Transfer Liquid Lipstick. Und hier habe ich jetzt die Farbe 761 Loyalist. Also wenn man sich diesen Adventskalender holt, sollte man auf jeden Fall Lippenprodukte mögen. Und man sollte auch diese matten Lippenprodukte mögen. Ansonsten ist man doch den einen oder anderen Tag vielleicht etwas enttäuscht. Und es wäre ein bisschen schade. Das heißt, für mich wäre das tatsächlich nichts. Ne? Bin ich jetzt schon mitten im Video ein bisschen ehrlich. Weil ich ja nicht so gerne matte Lippenstifte mag. Ne? Hier habe ich jetzt die Nummer 19. Oh ja, das ist toll, das habe ich auch. Perfectitude Under Eye Treatment Depuffing and Cooling, das ist dieses Produkt. Das kannst du als Concealer-Ersatz verwenden, so für den Alltag, weil das halt so eine leicht roséfarbene Einfärbung hat. Du hast unten hier dran einen metallischen, ich kann es ja kurz mal aufschrauben, einen metallischen Auslauf mehr oder weniger. Und damit kannst du dir das Produkt an die untere Augenpartie auftragen. Und wenn du möchtest, halt auch ein bisschen damit verteilen. Aber ich persönlich verteile das dann lieber mit meinen Fingern oder mit einem Pinsel. Aber das ist halt wirklich ein Produkt, was man so als Concealer-Ersatz oder als Alltagsprodukt verwenden kann. Bei mir persönlich deckt es jetzt nicht unbedingt irgendwelche Augenschatten oder sowas ab. Aber im Alltag, wo ich halt nicht wirklich Foundation oder sowas trage, ist das eine coole Geschichte, die ich gerne über meine Augencreme gebe. Wenn ich mal ganz schlecht nachts geschlafen habe. Und da sind wir auch schon im 20er-Bereich. Und das ist ja mal eine richtig große Geschichte hier, die auch wieder hoch steht. Also da wird irgendwas Großes drin sein. Mhm. Ja, Leute, finde ich so geil. Love Makeup Fixing Spray. Vegan Silk Anti-Pollution Effekt 100 ml. Hier haben die einfach mal das neue Fixing Spray reingepackt. Oh, ist das geil. Das finde ich so genial. Also haben mich auch viele darauf angesprochen, dass sie es schade finden, dass es so häufig ausverkauft ist bei Purish oder ne, wo man das halt kaufen kann. Und ja, jetzt haben wir es im Adventskalender. Es sieht aus wie ein Deo. Es ist aber so ein permanent sprühendes Spray. Oh,
Boah, dieser Nebel blieb gerade hier einfach mal kurz stehen. Oh, das riecht auch angenehm. Boah, ist das schön. Es ist ein sanfter Sprühnebel. Du merkst ihn trotzdem so ein bisschen auf der Haut, was ich aber gut finde. Und oh, da merkst du nämlich auch, wo du vielleicht noch hin musst. Hier zum Beispiel. Man sollte sich nicht in die Augen und nicht in den Mund sprühen, aber ich feiere das gerade, dass das mit drin ist. Das finde ich total cool. Also das hat Love richtig klasse gemacht, ne? Ja. Geil, dass hier neue Produkte drin sind, oder? Wer feiert das auch so? Schreibt das gerne unten in die Kommentare. Ich hatte ja gerade so einen kleinen so, Punkt. Aber das holt mich jetzt gerade wieder so ein bisschen raus. Mit der zweiten schwarzen Box starten wir vor allem. Machen wir jetzt weiter. Das ist die Nummer 21. Auch hier, Leute, ne? Ja, aber man kann die Box dann wirklich toll wieder befüllen. So, hier haben wir drin Browtitude Eyebrow Designer Draw and Shape. Und ich habe hier die Farbe 230 Chocolate. Das wird mir auf jeden Fall zu dunkel sein, ne? Also, ne, sehr vielfältig, dass du hier so viele verschiedene Produkte drin hast. Das Einzige, was mir wirklich noch fehlt, ist eine Lidschattenpalette, ne? Machen wir weiter mit der zweiten und letzten Schnapszahl. Ja, ich glaube, das hatten wir letztes Jahr auch schon mit drin. Ich weiß gar nicht mehr. Das ist halt so ein Säckchen, ne? Und in diesen Sack kann man Sachen machen. Vielleicht nehme ich das in der Verlosung, um da Produkte reinzupacken. Müssen wir gleich mal gucken. Aber naja, du kannst es halt wirklich vielseitig einsetzen. Aber es ist halt eins von den Füllprodukten, die ab und an mal in Adventskalendern drin sind. Und ich feiere das nicht so hart. Und wir hatten es letztes Jahr auch schon drin. Krass, wir haben hier schon einfach mal die Box vor Heiligabend, den 23. Dezember. Und hier haben wir noch so ein Mono drin. Ja, The Galaxy Eyeshadow in Liner ist aber eine coole Farbe. 540 Dazzling Emerald. Ja, ne? Die haben ja auch ihren Wert und ihren Preis und alles. Aber wie gesagt, bei mir funktionieren die leider nicht so gut. Die Nummer 24 wäre von der Größe her auf jeden Fall dafür prädestiniert, um eine Lidschattenpalette zu beinhalten. Da wir jetzt aber schon vier Monos hatten, wage ich das zu bezweifeln. Wir hatten jetzt einen Blush Bronzer, wir hatten im Prinzip alles, was ein Fullface braucht, außer halt diese Produkte, die halt auf die Hautfarbe abgestimmt sind, ne? Also Foundation und Concealer, wobei du das Under Eye Treatment auch als quasi Concealer bezeichnen könntest. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, was sich in der Nummer 24 verbirgt. Gucken wir mal. Ah, okay. Das ist die Me First Full Effect Highlighter X Eyeshadow Palette. Okay, da waren die schlau und haben gesagt, komm, packen wir das mit rein. Die hatte ich tatsächlich auch schon. Die war letztes Jahr im Adventskalender auch mit drin. Ja. The Only What You Love steht hier hinten auch drauf. Komm, ich nehme hier mal vorsichtig den Klebi ab und zeige sie euch einfach mal, damit wir mal zusammen reingeguckt haben. Die ist hier auch noch in Luftpolsterfolie separat eingepackt und ist mit einem Magneten verschlossen. Wir haben hier tatsächlich auch ausschließlich Schimmertöne. Das heißt, es ist, als würdest du dich mit einer Highlighter-Palette schminken. Natürlich kannst du hier diese drei Töne nicht unbedingt als Highlighter-Ton nehmen. Das heißt, die sind auf jeden Fall dafür geeignet, um sie als Lidschatten zu verwenden. Die waren auch toll und die haben mir auch per se ganz gut gefallen. Ich fand es aber für ein Quintett, also fünf Lidschatten, einfach zu groß, zu klobig. Deswegen hatte ich sie auch aussortiert und ich werde sie auch nicht jetzt wieder in meine Sammlung aufnehmen. Das heißt, die wird dann auch demnächst verlost werden. Die Texturen von diesen Farben, von diesen Pfännchen, waren aber super schön, sehr, sehr cremig und das ist mir auch leid abgegangen, als ich die aussortiert habe. Aber ich weiß, dass ich meinen Grund dafür hatte. Deswegen macht es keinen Sinn, wenn ich sie jetzt doch wieder mit reinnehme. Man braucht gegebenenfalls noch den ein oder anderen Mattenton mit dabei, zum Beispiel von dem Bronzer oder so, um den Look so ein bisschen tragbarer zu gestalten. Also ich habe jetzt auch bei mir eigentlich einen Schimmerton, na, zwei Schimmertöne auf den Augen und einen Mattenton und das war's, ne? Also mehr habe ich auch nicht auf meinen Augen drauf. Das heißt, auch für den Alltag ist diese Palette auch gut geeignet. Ich habe sie aber aussortiert, weil Love hat auch noch so viele andere schöne Paletten, die ich besitze und wo ich gesagt habe, Mensch, die sind so geil. Und die haben vor allem auch jetzt gerade neu welche rausgebracht, die dann aber wahrscheinlich, als der Adventskalender rausgekommen ist, noch nicht da waren. Deswegen, ne, ja. Aber es ist generell eine schöne Palette und für die 24 eigentlich echt ein Klopper. Für die Verlosung habe ich mir folgende Produkte ausgesucht und zwar nehme ich zuallererst das Täschchen und da hinein kommt natürlich die Love Rose Mascara, dann von Nadine Sperry, der Lippenstift, dann habe ich hier den Black Lip Scrub, den ich mit reingebe
und The Galaxy Eyeshadow and Liner in der Farbe 550 Platinum Radiance. Das ist dieser hier. Alles, was du dafür tun musst, um diese Produkte zu gewinnen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Jetzt ist er leer, der Adventskalender. schlechter Reim. Aber es war ein Reim. 99,95 soll der kosten. Lohnt sich das investierte Geld? Ich weiß nicht. Ich meine, gut, wenn man überlegt, dass die Produkte im Schnitt pro Stück 10 Euro kosten, lohnt er sich safe. Also da haben wir auf jeden Fall ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Vielleicht macht das aber mehr Sinn, wenn man jetzt nicht so jemand ist, der alles gerne verwendet, bei Purish im Online-Shop zu stöbern und sich dort dann die Produkte rauszusuchen, die man wirklich gerne haben möchte. Wie gesagt, gerne mit meinem Code. Was ich sehr, sehr positiv anmerken möchte, ist, dass wir hier fast kein Füllmaterial drin haben. Also lediglich dieses Täschchen war für mich so ein bisschen Füllmaterial. Ansonsten haben wir hier ausschließlich dekorative Kosmetik und das in Originalgröße hier drin. Ich glaube, das haben sonst nicht viele andere Hersteller sich so sehr zu Herzen genommen wie Love. Und das finde ich echt cool. Auch positiv anzumerken ist, dass wir hier wirklich Produkte drin haben, die neu sind. Wir haben hier nicht den gleichen Adventskalender wie letztes Jahr. Das heißt, die Varietät ist auf jeden Fall gegeben. Das gefällt mir. Also da muss ich sagen, er würde mir teilweise gefallen, wenn ich ihn aufmachen würde. Aber bei den matten Produkten und den Lidschatten, Monolidschatten, würde ich wahrscheinlich ein langes Gesicht ziehen. Ansonsten würde ich mich jeden Tag darüber freuen. Also schwierig, aber das ist halt bei dekorativer Kosmetik immer so. Er kann eigentlich fast nie der Person, die ihn bekommt, hundertprozentig gefallen. Deswegen ist es vielleicht eine coole Nummer, wenn man eine beste Freundin hat oder so, sich den Adventskalender zu teilen, dass man sich den kauft, denn mit meinem Code bekommst du ihn für ungefähr 80 Euro, ein bisschen weniger als 80 Euro und dass man dann einfach mit einer Freundin zusammenschmeißt und dann schaut, wie man die Produkte aufteilt. Weil gerade was die Lippenprodukte angeht, sind es doch sehr, sehr viele. Ne? Aber das nur so als kleiner Tipp von mir am Rande. Ihr Lieben, ja, das war's. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!